Es wird so viel Aufklärung betrieben. Selbst wenn ich also zu den Menschen auf die Straße gehe und sage, seht ihr nicht, was in der Politik abläuft, seht ihr nicht, wohin wir steuern, dann kriege ich fast immer die Antwort, ja, kann man nichts machen. Und die Art und Weise, wie sie sich mir in der Antwort rüberbringen, vermittelt mir stark den Eindruck, ach, ich bin ja satt gegessen, ich habe ja alles, was ich brauche, so schlimm ist die Welt ja gar nicht. Und daraus versuche ich Schluss zu folgern, gibt es irgendeine Methode oder kann man daraus eine Methode ableiten, dass Menschen irgendwie mit technischen Mitteln, ich sag mal, beeinflusst werden, ohne dass sie es merken, so dass diese Haltung entsteht. Könnten Sie das irgendwie bestätigen oder sehen Sie das anders? Nee, ich sehe das grundsätzlich genauso wie Sie. Es ist nur so, ich weiß nicht, ob Sie einigermaßen informiert sind, wie die Presse, die Weltpresse eigentlich gestaltet ist. Ja. Man kann davon ausgehen, dass die gesamte Weltpresse ungefähr in den Händen von 2 Dutzend Leute ist. Ja, das ist bekannt. Zu denen, wenn wir mal hier bei uns bleiben wollen, beispielsweise Bertelsmann gehört. Ne? Das habe ich jetzt nicht verstanden nochmal. Bertelsmann gehört, hier also, bei uns ja. Jetzt. Ne? Da sind, oder auch dieser Murdoch, von dem hier gerade viel die Rede ist in der Presse, da sind Milliardäre, die hantieren mit Milliarden, wie der normale Mensch mit ein paar Euros hantiert. Und damit machen die Meinungen weltweit. Und dadurch geht natürlich vieles unter und dadurch kommt auch all dieses Gerede. Ich brauchte Ihnen das nicht zu erzählen, dass hier ständig von Aufschwung und Gleichgewicht und all solchen Dingen geredet wird. Obwohl jeder, der die Hintergründe kennt, weiß, hier wird nichts mehr aufschwingen, sondern es wird nur noch bergab gehen können, allein schon durch die Schulden. Und das Problem liegt eben darin, der normale Bürger, der hat ja keinen Einfluss, wissen Sie. Aber was ich gar nicht begreife, eben fielen hier auch ein paar Namen. Das sind alte Leute, die Fachleute sind in ihrem Gebiet. Die Fachleute sind mit einem Wissen, welches ich überhaupt nie erlangt habe im Leben, über finanzielle Dinge. Die sind aufgewacht und haben gemerkt, das bricht auseinander, der ganze Laden. Und außerdem müssen das alle die Leute merken, die 50.000 Unternehmer, sagen wir mal in Mitteleuropa, die werden bei dem Zusammenbruch des Geldes, der hier vor der Türe steht, werden die nicht nur ein paar Euro verlieren, wie die meisten Menschen, sondern die werden Hunderte von Millionen und Milliarden verlieren. Und dass die sich nicht gerührt haben in all diesen Jahrzehnten, das kann ich überhaupt nicht begreifen. Ich denke, das liegt denn zu einem... Denn das wären ja die, die auch die Mittel haben. Wissen Sie, wenn Sie hier wirklich ja ein bisschen Gewicht gewinnen wollen im Politischen, dann müssen Sie ja doch Geld haben und müssen eine gewisse Anzahl von Leuten haben, um einen organisierten Protest überhaupt loszulassen. Ne? Sehen Sie mal, wenn da 3, 4 Leute wie der Herr Schachtschneider und der Dr. Hankel vor Bundesverfassungsgericht ziehen und dann noch abgeschmettert werden, ja, dann ist die ganze Sache vom Tisch, nicht wahr? Da haben für den Durchschnittsmenschen, die reden dann so, dass sie sagen, ja, da haben da ein paar alte Leute versucht, Opposition zu machen. Aber das ist höchst tragisch, die ganze Geschichte. Denn wenn das zusammenkracht, das wird bis zum letzten Bürger, wird das durchschlagen. Da gibt es nichts mehr zu essen im Supermarkt, innerhalb... Wir sind doch gar nicht mehr autonom, nahrungsmittelmäßig. Innerhalb von 3 Wochen wird hier nichts mehr zu essen sein, wenn hier die Schotten runtergehen. Und die gehen runter. Denn das ist doch selbstverständlich, in dem Augenblick, wo hier nicht jeden Tag 100 Containerschiffe ankommen und hier die Waren, bleiben wir mal bei den Lebensmitteln, nur die Lebensmittel reintransportieren, da wird innerhalb kürzester Zeit der Hunger ausbrechen. Ich habe die Zeiten noch erlebt, um 45. Was das für schlechte Zeiten waren. Die Jugend, die kann sich davon kein Bild machen, deshalb reagieren die auch auf nichts. Die wissen überhaupt nicht, was das heißt, kein Wasser zu haben, nichts zu essen zu haben, keinen Strom zu haben, keine Ahnung. Und diese Dinge können über Nacht kommen, in meinen Augen. Da macht es plumps
Und wenn man morgen zur Bank geht, da ist die Bank zu. Und wenn sie wieder aufmacht, ist das Geld, was da drauf gelegen hat, nur noch 10% wert. So einfach ist das. Wie kann man diesem Ganzen entgegenwirken? Denn unterm Strich ist es ja so, dass die Leute, die darüber hinweggehen, das nicht wahrnehmen, eigentlich Menschen sind, die ja in unsere Mitte gehören, die mit uns leben, die mit uns zusammen, ja, man grillt zusammen, man freut sich zusammen, man sieht sich. Aber im Augenblick der Wahrnehmung steht eigentlich nur das Fest der Freude oder das, was weiß ich, im Mittelpunkt. Und die tatsächliche Gefahr, die auf uns zurollt, ich muss ehrlich sagen, ich kriege es mit der blanken Angst, wenn ich sehe, was da geschieht und wie es übergangen wird. Das ist ein Grundproblem, nicht wahr? Das ist richtig. Und ich kann auch, ich hatte schon die Kreise angesprochen, die ich für wichtig halte, nämlich die Millionen und Milliarden verlieren werden in den kommenden Monaten eventuell. Aber dann sind ja auch alle die gut gebildeten Kreise, sag ich ja, die Universitäten besucht haben, die müssen doch, die auch junge Menschen sind, sagen wir mal zwischen 20 und 40, die müssen ja eigentlich doch auch das erkennen, worüber wir jetzt gesprochen haben, und müssten sich Gedanken machen, was kann denn hier überhaupt getan werden, um dem asozialen Treiben der gewisser führender Kreise entgegenzuwirken. Und da ist eine ganz große Schwierigkeit da, das ist wahr, das ist ein großes psychologisches Problem auch.